Hast du viel geschwänzt früher? Ja, sehr viel. Was waren da so die heftigsten? Ich hatte über 100 Fehltage. Krass. Und du hast auch erzählt, dass du öfters betrunken in der Schule warst, ne? Ja. Letztes Jahr habe ich Maria getroffen. Die war mit 13 schon alkohol- und grasabhängig. Dann kam Entzug- und Suchttherapie. Das Video dazu, das könnt ihr hier finden. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann anschauen. Und heute treffe ich Maria wieder, denn wir möchten wissen, wie geht es ihr heute? Ist sie clean? Ist sie rückfällig geworden? Und wie sieht ihr Leben jetzt aus? Das Team trägt Masken und Handschuhe und ich habe auch meinen Zollstock mitgebracht, um den Sicherheitsabstand einzuhalten. Da wir heute nur draußen drehen werden und nicht zu lang, haben wir Maria aber darum gebeten, ein Videotagebuch aufzunehmen, damit ihr sehen könnt, wie ihr Alltag sonst aussieht. Hey, ich bin Maria, ich bin 17 Jahre alt und wohne momentan in einer therapeutischen Einrichtung. Und ich würde euch heute mal mitnehmen und zeigen, was ich so mache. Und am Ende werden wir uns auch noch Kommentare aus dem letzten Video ansehen. Es wurde ja über 2 Millionen Mal geklickt. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich bin mal gespannt, was sie zu den Kommentaren sagt. Ja, hi. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Schön. Wollen wir irgendwo lang spazieren? Ja, wir können da lang. Erzähl mal, wie war für dich die Situation, als wir uns das erste Mal getroffen haben im Juni? Wie war deine Lebenssituation? Wie hast du dich gefühlt? Ich war halt in einer therapeutischen Einrichtung, also ich bin ja immer noch in einer, aber die ist halt so enger. Man hat weniger Freiheiten. Es war halt eher so ein bisschen mehr in engerer Rahmen. Maria? Guten Morgen. Hi, ich bin Aminata. Hallo, ich bin Maria. Hi Maria. Woher kommt denn das Geld? Es kommt drauf an, was gekauft wird. Aber so mal eine Cola oder sowas holen, das können wir auch einfach von unserem Geld machen. Schule, auf geht's! Komm, Benni! Und jetzt hier bin ich halt, habe ich halt meine eigene Wohnung, das Geld, ich muss mich halt komplett verpflegen. Auch so Haushaltswaren und so, das ist eigentlich schon ganz nice. Ganz nice. Wie fühlt sich das für dich an? Kannst du es beschreiben, wie das jetzt auch im Gegensatz zu vor einem Jahr ist? Freier fühlt sich das halt an und ich fühle mich auch mehr stabilisiert. Ich weiß auch noch, als ich da war, war ja tatsächlich die erste Nacht hier für dich und du hattest dann die erste Nacht in deinem Bett. Freust du dich? Ja. Schon, glaube ich, motivierend, oder nicht? Ja. Wie war das dann, als du dann morgens da aufgewacht bist? Weißt du das noch? War das dann das Gefühl, du bist da jetzt zu Hause? Ja, es war halt erstmal komisch so und brauchte auch erstmal viel Zeit, um dort anzukommen. Also, das ist mein Zimmer. Das ist unser Bad. Hier ist die Küche. Ja, und dann kommt da mein Zimmer und da ist halt Darias Zimmer. So, wir müssen jetzt zu Kaufland gehen, weil wir heute Abend zusammen kochen und wir brauchen halt noch ein paar Utensilien und dann noch halt für die Woche. Also ich habe noch nie Menschen so schlecht erwaschen gesehen. Wir belegen jetzt den Flammkuchen. Und habt ihr auch Regeln, wann ihr zu Hause sein müsst und so, oder ist das auch frei? Ja, das ist natürlich geregelt. Also man muss halt einen Antrag stellen, wenn man jetzt zum Beispiel länger rausgehen will oder so eine Kennenlernphase. Kennenlernphase, da meintest du ja auch gerade schon, dass es am Anfang ein bisschen schwerer war, ne? Mhm. Was war da für dich schwer? Die Umstellung, dass ich halt nicht mehr so in der Hausotter bin. Und erstmal da ankommen. Leute, ne? Ja, die Leute kennenlernen wieder neu, so wie die Betreuer. Hast du eigentlich Kontakt zu den alten Betreuern und Betreuerinnen? Oder ja, zu Katha. Zu Katha noch? Ja. Oder warum lachst du? Nein, ich lache, weil du jetzt gerade sagst, aber gar keine Bedenken, es ist total einfach zu gehen. Was waren die letzten Wochen? Ja, ich bin immer so ein Extremer, so, ja, ich will jetzt gehen. Nein, doch nicht. Wie ist es eigentlich, wenn ihr dann hier zusammen wohnt, auch die alten Hausorte, und dann kommen irgendwie neue dazu, die man vorher nicht kannte? Ich stelle mir das so vor, es ist schon so eine eingeschworene Gruppe und da kommen welche dazu und dann ist es erstmal so, okay, die müssen erstmal abgecheckt werden. Ist es bei euch auch so oder ist es? Nee, wir gehen immer offen mit den Leuten rum, so. Keine Ahnung, wir laden die halt ein, im Büro zu chillen, Karten zu spielen oder spazieren zu gehen oder einfach nur ein bisschen reden. Das ist halt so wie eine Art Wohnzimmer, gleichzeitig Küche. Wir haben hier so einen Kickerplatz. Hier hinten ist so, steht eigentlich eine Nähmaschine, aber die haben die Betreuer gerade mitgenommen. Dann haben wir hier aber auch noch eine Werkbank und so. Ist eigentlich ganz cool. Was gibt dir denn ein Betreuer und was gibt dir ein Mitbewohner? Die geben mir beide Unterstützung, aber Betreuer sehen das nochmal aus einer therapeutischen Sicht und können da vielleicht nochmal ein bisschen besser unterstützen. Was hast du eigentlich für einen Ball in der Hand? Das ist wegen meiner Konzentration, damit ich mich besser konzentrieren kann.
Wollen wir aufstehen und weiter? Ja. Dahin wahrscheinlich. Was hast du gemacht, bevor Corona war? Bin ich jeden Tag zu meinem Bundesfreiwilligendienst gegangen. Was hast du für einen Dienst gemacht? Also ich arbeite bei MOMO für Voice of Disconnected Youth. Und das dreht sich halt sehr viel um Obdachlosigkeit und so. Und ich arbeite so in dem Themenbereich Mediengestaltung. Ach, cool. Für alle, die es nicht kennen, was ist MOMO? Das ist eine Organisation von Jugendlichen für Jugendlichen. Und ja, das ist... Worum geht's da? Also wir versuchen halt ein bisschen was zu verändern, damit diese Obdachlosen-Thematik nicht mehr so krass ist. Also dass nicht mehr so viele Obdachlose halt auf der Straße leben müssen, sondern um das halt zu verbessern. Das ist so krass, finde ich, dass voll viele Leute, glaube ich, gar nicht wissen, dass es obdachlose Jugendliche gibt. Ja. Wie geht's dann weiter? Was ist danach geplant? Ich gehe dann auf die Montessori-Schule. Ah, nice. Ja. Wie stellst du dir das vor auf der Montessori-Schule? Es wird halt wesentlich entspannter sein als auf einer normalen Schule. Es ist halt freieres Lernen und es ist halt nicht dieser Standardunterricht, dass man jetzt einen Lehrer hat und der sagt einem, was man machen soll, sondern man kann individuell lernen. Aber das heißt, du machst dann da Realschulabschluss? Ja. Hast du dann schon weiter geplant? Nein, noch nicht. Also erstmal den Abschluss schaffen und dann gucken. Was hast du denn vorgenommen, jetzt anders zu machen in der Schule als früher? Ja, zur Schule gehen. Aber hast du viel geschwänzt früher? Ja, sehr viel. Was waren da so die heftigsten? Ich hatte über 100 Fehltage. In einem Jahr? Ja. Okay, krass. Und du hast auch erzählt, dass du etwas betrunken in der Schule warst, ne? Ja. Wie stellst du dir das vor? Hast du das Gefühl, du wirst das gut hinkriegen oder wird es schwer für dich? Nee, ich denke schon, dass ich es gut hinkriege, weil ich lerne jetzt auch schon, seit das feststand, dass ich auf eine Montessori-Schule gehe. Selten, dass jemand Lust hat auf Schule, ne? Und hast du Bedenken, zur Schule zu gehen? Ein bisschen, aber ich denke, ich kriege das hin, halt, dass ich vielleicht doch nicht so krass weit bin. Also halt genügend Zeit habe, in einem Jahr halt mein MSA zu machen. Aber ich lerne jetzt schon im Vorfeld ganz viel. Ja, wenn ich halt rangehe und sage so, nein, ich krieg's nicht hin, dann werde ich es auch nicht hinkriegen. Eben! Deswegen. Reach, das so muss es nämlich sein. Ich bin immer noch beeindruckt davon, wie Maria es geschafft hat, ihre Probleme in die Hand zu nehmen und umzusetzen. Schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr auch etwas habt, an dem ihr arbeiten müsstet oder woran ihr gerade arbeitet, um das zu ändern. Okay, wow. Bisschen voll. Ja. Ich würde sagen, wir gehen irgendwo hin, wo es nicht so voll ist, oder? Triffst du dich auch mit Freunden außerhalb des Hauses? Ja, aber in Leipzig sind die. Okay, in seiner Heimat, ne? Ja. Und wenn du dich jetzt so mit Freunden triffst, die nicht im Haus sind, spielt denn Alkohol oder Gras eine Rolle? Nein. Also es sind wahrscheinlich auch Freunde von früher, ne? Ja. Die nach wie vor auch wahrscheinlich trinken. Ja, aber nicht in meiner Anwesenheit. Okay, cool. Ich dachte gerade, als ich mich hingesetzt habe, da liegt ein Joint. Was denkst du, wenn du das siehst, oder geht dir das immer noch am... Mir geht es am Arsch vorbei. Also ich kann, weil ich es mir nicht vorstellen kann, weißt du? Also wenn ich mich davon triggern lasse, dann weiß ich ja, dass ich komplett gar nicht bereit bin. Und dann sollte ich auch nicht jetzt in dieser therapeutischen Form wohnen. Du hast ja auch letztes Jahr erzählt, dass du mit Depressionen zu kämpfen hast. Ja. Oder hattest. Wie sieht es da jetzt aus bei dir psychisch? Eigentlich ganz gut. Ich nehme halt meine Antidepressiva weiter. Hattest du da auch mal schwierige Momente? Ja, also als sie mir das abgesetzt haben, ging es mir dann halt gar nicht mehr gut. Wie haben sich die schwierigeren Momente angefühlt? Ja, ich war halt so ein bisschen wie gelähmt und so. Also ich kam gar nicht mehr hoch. Mir ging es psychisch nicht gut. Ich hatte sehr viele Nervenzusammenbrüche gehabt. Das wurde dann besser, als die Medikamente dann wieder zurückgekommen sind? Ja, also ich habe es ja auch selber entschieden, dass ich sie erstmal wieder nehme. Glaubst du, dass du eines Tages ganz ohne Medikamente auskommen wirst? Ja, denke schon, aber ich habe halt noch Themen zu bearbeiten und dann brauche ich halt die Medikamente wie als Stütze. Wenn du sagst, du hast noch Themen zu bearbeiten, was meinst du da? Viele psychische Themen, die noch offen stehen und ich noch jetzt nie wirklich jemandem davon erzählt habe. Und du weißt aber, du wirst mit deinem Therapeuten darüber sprechen? Ja. Wenn du dann bereit bist? Ja. Wie sind denn die therapeutischen Maßnahmen da gerade? Wir haben jetzt Gruppe und ich muss jetzt nach oben gehen. Ich kann euch leider nicht mitnehmen wegen Datenschutzgründen, aber ich kann euch im Nachhinein mal zeigen, wie das so aussieht. Also, das ist unser Gruppenraum. So, und wir reden halt immer unterschiedlich in den Räumen. Wir können uns halt überall hinsetzen. Einmal in der Woche muss man halt kochen für die ganze Gruppe. Und hier ist halt die Küche. Es gibt immer Frühstück und Abendessen.
Einmal pro Woche kocht immer ein Jugendlicher mit einem Betreuer zusammen. Hattest du in den letzten Jahren in der Zwischenzeit mal Momente, wo es sehr schwierig war, wo du vielleicht rückfällig geworden bist oder fast? Also in der Villa wurde es schon öfters mal schwierig, weil ich da auch schon ein paar Krisen hatte. Aber ich wurde halt nicht rückfällig. Was hast du dann gemacht in solchen Krisen? Ja, also halt auch viel mit den Betreuern geredet, aber das Einzige, was halt hilft, ist wirklich sich zusammenzureißen und das jetzt einfach mal durchzuhalten. Wie lange muss man dann manchmal aushalten? Lange, manchmal sehr lange. Du nimmst es als so selbstverständlich irgendwie hin. Also ich glaube, du weißt, dass es super, super schwer ist und so, aber du bist einfach so stark und sagst, ich muss es jetzt aushalten und es ist jetzt so und ich mach das. Das ist so krass. Hast du das Gefühl, dass Drogen nochmal eine Rolle spielen werden? Nein. Hast du Angst davor? Nein. Also Rückfälle gehören halt immer dazu. So, ist auch nicht schlimm, wenn jemand mal einen Rückfall hatte. Man lernt halt daraus. Was würdest du Süchtigen raten, die wegkommen wollen von der Sucht? Ich glaube, der erste Schritt ist vielleicht, sich Hilfe zu suchen. Es gibt ja ganz viele Drogenberatungsstellen, sich da vielleicht einen Termin zu machen. Aber es ist ja schon mal der erste Schritt, zu sagen, dass man wegkommen will. Ist ja schon mal was. Unser Video hat ja echt über 2 Millionen Klicks bekommen. Wahnsinnig viel. Und natürlich auch viele Kommentare. Hast du die gelesen? Manche, aber ja. Vielleicht können wir gemeinsam ein paar Kommentare lesen, wenn du möchtest. Levi sagt, bin 14, hab gerade die 8. Klasse abgeschlossen. In meiner Klasse gibt es außer mir maximal 3 Leute, die nicht regelmäßig trinken. Finde es einfach nur traurig. Also ist Tatsache ja jeder seine Entscheidung so, deswegen will ich auch nichts sagen dazu. Ich feiere es komplett, dass sie einen Mittelfinger auf der Abschiedswand hinterlassen hat. Haha. Aber waren das auch deine Gefühle? Warum eigentlich nochmal der Mittelfinger? Als ich da eingezogen bin, habe ich jedem immer den Mittelfinger gezeigt, weil ich eigentlich keinen Bock darauf hatte. Und dann hat Katha den Hab dich Liebfinger draus gemacht. Also ist jetzt officially der Hab dich Liebfinger. Nadine Anissa sagt, finde es richtig klasse, wie offen du über deine Sucht sprichst. Wünsche dir Heilung auf der ganzen Linie, finde dich voll sympathisch. Ich hoffe, du machst anderen Mut, sich Hilfe zu holen. Danke. Gab es auch Leute, die dir geschrieben haben? Ja. Viele? Ja, sehr viele. Was waren da so die Nachrichten? Hallo, bist du die aus Follow Me Reports? Und was hast du dann gesagt? Ja, und dann kam keine Antwort mehr. Ach krass. Wir sind am Ende angekommen. Also, was sind deine Zukunftswünsche oder Pläne? Dass alles gut klappt. Dass alles gut klappt. Das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen. Ich hoffe, wir sehen uns noch mal wieder. Ja. Vielleicht können wir uns dann mal in den Arm nehmen. Ja. Ansonsten alles Gute, alles Beste. Maria jetzt ein Jahr später wieder zu treffen und zu hören, war super inspirierend und motivierend für mich. Ich finde es unglaublich, wie stark sie ist, obwohl sie auch so jung ist. Einfach sagt, ich mache das nicht mehr, ich will das nicht mehr und das dann auch durchzieht. Ich persönlich kann da sehr viel von mitnehmen, ich hoffe ihr auch. Und falls auch ihr Hilfe braucht, dann holt euch die Hilfe. In der Videobeschreibung sind die ersten Schritte, die euch eventuell helfen. Und ich wünsche euch und Maria und uns allen alles Gute. Hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren, damit ihr kein Video verpasst. Hier gibt es ein Video, was ihr auch nicht verpassen solltet. Und zwar habe ich Xavier getroffen. Der ist Autist und wurde so sehr in der Schule gemobbt, dass er die nicht mehr besuchen kann und jetzt eine Webschule besucht. Und hier gibt es ein Video von unseren Kollegen von True Doku. Die haben sich mit Mental Health beschäftigt.